Hallo und herzlich willkommen, meine Genossen. Mein Name ist Dennis und heute will ich über meine Vorstellungen reden, die ich für den nächsten Zombie-Modus bei Call of Duty Black Ops 4 habe. Zuerst möchte ich den Teaser von Call of Duty Black Ops 4 besprechen, weil er ziemlich viele kleine Hinweise zeigt. Zu einem sehen wir einen Zombie, der auf der Karte verrückt rumläuft. Das hat mich zuerst verwundert, weil eben schon in Black Ops 3 die Karte verrückt remaked wurde. Dennoch besteht die Chance, dass wir die alten Karten noch einmal bekommen. Denn wenn sie es schon dreimal gemacht haben, werden sie es vermutlich auch ein viertes Mal machen. Das erste Mal war bei Call of Duty World at War, dann bei Call of Duty Black Ops 1 und zu guter Letzt bei Call of Duty Black Ops 3 in Zombie Chronicles DLC. Dann sehen wir noch im Teaser den Boss-Zombie Brutus aus der Karte Mob of the Dead. Da diese Karte nicht im Zombie Chronicles remaked wurde, aber ein Entwickler nach dem Release von Zombie Chronicles angeteasert hat, dass wir Mob of the Dead noch einmal sehen werden, vermute ich auch hier, dass wir diese Karte bei Call of Duty Black Ops 4 bekommen werden. Des Weiteren sehen wir ebenfalls noch die vier Charaktere, also Richtofen, Nikolai, Dempsey und Takeo auf der Karte Origins. Dies lässt ebenfalls vermuten, dass wir die Charaktere nochmals in Black Ops 4 sehen werden und dann sogar vielleicht auf der Karte Origins. Ich selber vermute, dass wir ebenfalls Zugriff auf die Karte Call of the Dead haben werden, weil sie ebenfalls nicht remaked wurde. Nun kommen wir zu dem Thema, welches uns bei Black Ops 3 sehr beschäftigt hat, die Divinium und die Kaugummis. Meiner Meinung nach wird Treyarch dieses System wieder mit einbauen. Zu einem war das für Treyarch eine Einnahmequelle, da ziemlich viele Leute, unter anderem auch ich, sich Divinium gekauft haben, um schneller Kaugummis zu bekommen und das Spiel dadurch zu verschnellern bzw. einfacher zu machen. Zum anderen hat es das Spiel sehr vielfältig gemacht. Man hatte teilweise schon in Runde 1 alle Perks und konnte sich dann auf den weiteren Spielverlauf konzentrieren, ohne sich irgendwelche Sorgen machen zu müssen, ob man jetzt irgendwie von einem Zombie gehittet wird und dann stirbt. Das 3-Hit-System, das wir seit Black Ops 3 haben, möchte ich ebenfalls ansprechen. Damals bei World at War, Black Ops 1 und 2 war es so, dass wir mit dem zweiten Schlag schon am Boden lagen. Seit Black Ops 3 haben wir das 3-Hit-System, sprich man fällt erst nach dem dritten Schlag um, was es etwas anfängerfreundlicher gemacht hat. Aber auch die Profis in Anführungsstrichen haben davon profitiert, denn die Zombies schlugen viel schneller zu als bei den alten Zombie-Teilen, somit hatte man damit einen gesunden Ausgleich geschaffen. Deswegen vermute ich, dass wir bei Black Ops 4 ebenfalls das 3-Hit-System bekommen werden. Jetzt kommen wir zu meiner Vermutung, wie es mit der Zombie-Story weitergeht. Da wir durch die Zombie-Timeline jetzt wissen, dass wir in einer Endlosschleife mit den originalen Charakteren sind, denke ich nicht, dass wir die originalen Charaktere auf den neuen Karten von Black Ops 4 sehen werden. Wir werden vermutlich eine weitere Version von den originalen Charakteren bekommen, so wie wir sie bei Black Ops 3 bekommen haben. Diese werden auch eine Geschichte mit sich bringen und sie uns erzählen. Das sind meine Vermutungen zu dem nächsten Call of Duty Zombies. Was sind eure Vermutungen? Wie wird es weitergehen und was wollt ihr unbedingt im neuen Zombie-Modus haben? Schreibt es in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Das war's von mir, bis zum nächsten Video und ciao.